Im Sparschwein geht es um eine Pokerrunde aus einem kleinen Ort in der Nähe von Paris, die seit 20 Jahren zusammen Poker spielt. Und die haben eine Spielkasse, das Sparschwein. Ich reiße mich zu nah. Das Besondere an dieser Arbeit mit dem Sparschwein ist, dass diese Gruppe aufbricht in die große Stadt Paris und mit der Gewissheit, dass sie alle wichtig sind und alle was können. Und in Paris stellen sie fest, dass sie die Welt, in die sie da treten, überhaupt nicht beherrschen können und dass die große Katastrophe überall lauert. Und daraus ergeben sich sehr viele komische und absurde und ziemlich hysterische Situationen, aus denen sie dann ganz am Schluss nur in letzter Not noch gerettet werden. Und entsprechend knallen komische Momente aufeinander.